1500 Euro, die piss ich. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe vom Nerdquiz mit allen aus dem Team Pietsmeet. Hallihallo. Du bist bei uns bezahlt. Hallo. Hallo. Wie viel Urin haust du so raus, dass das so viel wert ist? Ja, alle zwei Jahre. Ja, genau, oh, stimmt. Vielleicht hat er so dicke Urinsteine, dass die halt richtig verkehrt sind. Ja, das staut sich immer an. Das ist ein Problem bei mir. Aber wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, sondern es geht hier um Gaming. Das ist die dritte Ausgabe vom Nerdquiz. Dementsprechend haben sich die Jungs schon Punkte sammeln können. Schaut gerne die zwei vorigen Folgen, um rauszufinden, warum. Und aktuell führt Brammen mit 19 Punkten vor Sepp, Christian und Jay, alle drei mit 17 und Peter mit 16. Ihr seid Scheiß also noch Nerds sehr nah draußen, aneinander. Und auch hier wieder heute ist es so, das Nerdquiz wurde vorbereitet von Pythagorion, das Darky und Keenstein. Vielen Dank an euch. Danke. Und in jeder Folge haben wir ja ein Oberthema. Wir starten immer mit drei allgemeinen Fragen und dann gehen wir in dieses Thema rein. Und heute haben wir schlechte Spielebeschreibungen. Das kann ich euch schon mal sagen. Oh, okay. Ja. Und es ist ein reines Eintippformat. Das heißt, ihr tippt immer alle ein. Das bedeutet, ihr könnt in jeder Frage immer alle theoretisch einen Punkt auch sammeln. Und wir starten mit dem Fragenteil. Drei Fragen sind es, noch relativ allgemein. Und die erste lautet: Aus welchem Spiel stammt denn das Achievement Yes, I am the real Gary? What? Yes, I am the real Gary. So? G-A-R-R-Y. Oh. Okay, Moment. Es ist immer das Spiel gesucht, außer ich sag, dass Das ist schwierig. Oh, ist das dann Super Mario Brothers oder im Zweifel Super Mario Brothers Return of the Luigi? Also wir haben es ja jetzt so gemacht, wenn ihr das eintippt, dann ich muss das Spiel erkennen können. Wenn ich in die Wikipedia-Liste gucke, dann muss ich das da irgendwie raus identifizieren können. Okay, okay. Ja. Ich habe auch gerade ein Spiel im Kopf, wo ich nicht drauf komme, deswegen Moment nehme ich jetzt mal, das ist falsch. Der schreibt sich anders, oder? Der schreibt sich anders. Leisure Suit Gary, oder was? Wie heißt der? Hast fast das Richtige gesagt. Alle haben eingeloggt. So, und wir haben es wieder so, dass vier Leute die gleiche Antwort geben und einer ein bisschen aus der Reihe tanzt. Christian sagt Sons of the Forest. Ich habe keine Ahnung. Und alle anderen sagen Gary's Mod. Ja, aber das war halt jetzt auch hart reingegessen. Ja. Also, ich hätte überlegt, eigentlich macht es mehr Sinn, dass es irgendwie so was wie CS2 ist oder CSGO oder sowas, aber irgendwie habe ich mich da auch nicht so gut gefühlt. Es ist Gary's Mod. Alle außer Christian bekommen einen Punkt. Das ist belastend. Und zwar ist ganz interessant. Ist aber nicht besser eingefallen. Achievements sogar. Bei Gary's Mod? Jedes Spiel hat Achievements, ne? Jedes. Auf Steam halt jedes, glaube ich. Es ist tatsächlich so, um das zu erreichen, muss man auf demselben Server spielen wie der Gary's Mod Chefentwickler und Namensgeber Gary Newman. Was? Dementsprechend ist das heute nicht mehr möglich, da dieser Chefentwickler das Spiel selber nicht mehr spielt. Schade. Ja. Hat er seine IP bei dem Achievement hinterlegt? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich einfach, wenn der Name, vielleicht kann man den muss ja nur der Account sein, die IP ist da ja gar nicht ausschlaggebend. Steam-ID. Weiß ich nicht. Oder Steam-ID, ja. Ja, die IP ändert sich ja jeden Tag. Ja, du, I don't know how it works. Wir müssten ihn fragen, aber dann können wir ihn ja mal zum Talk einladen. Das wird hier nicht aufgelöst, müsst ihr auch nicht wissen. Wir kommen zur zweiten Frage. Bitte tippt mal ein, wie heißt denn der Endboss in Terraria? Alter. Boah. Keine Welcher? Ahnung. Gibt es einen Finalen? Ja, es gibt einen Finalen doch, ja, oder? Ja, anscheinend. Okay. Kannst du noch mal sagen? Den haben wir auch gelegt. Ich habe keine Ahnung. Wie heißt der Endboss in Terraria? Ja, ich glaube auch, dass wir den gelegt haben. Aber das ist nicht so leicht. Und da sind wir ganz viel geflogen und haben ganz viel geschossen. Und aber kein Plan. Ich weiß nicht mal mehr, wer da wieder aussieht. Nee, auch nicht. Sehr groß, glaube ich. Naja, ah, ich dachte, sehr klein. Ja, hätte ja auch sein können. Killerkaninchen. Ball of Flash. Ja, die ist es, glaube ich, nicht. Doch, doch. Oh mein Gott.
Okay, also. Peter sagt, der heißt Death, wie der Tod. Brammen sagt Celestial. Christian sagt Jürgen van Koikahorntje. Ah, oh, schön. Also auch ein richtiger Endboss. Und Jay und Sepp sagen beide Skeleton Prime. Oh. Da, aber ich weiß, dass das nicht richtig ist. Ach so. Der war auch, nee, der ist auf jeden Fall. War ja der, den du rechts in der Bibliothek gespawnt hast, oder? Ja, das ist Skeleton. Genau. So. Und da kannst du nachher das Skeleton Prime nochmal rufen, aber. Ja. Also das, was sich hier durch das Nerdquiz zieht, trifft ja tatsächlich nicht zu. Es ist nicht die Antwort richtig, die mehr als eine Person geschrieben hat. Aber auch nicht das, was die anderen geschrieben haben. Es ist Moonlord, so heißt der. Ich glaube, den haben wir noch nicht gemacht, weil den gab es erst später quasi. Den sind Christian und ich geworden am Ende von unserem Elden Ring Playthrough. Aber wir haben doch, haben wir den nicht gemacht? Wir haben doch extra nochmal so einen Stream gemacht, wo wir alles getan haben und danach kamen nur noch irgendwelche kosmetischen Updates, oder? Eldenlord. Ach, stimmt, oder wir haben den Moonlord gemacht. True. Den haben wir gemacht. Ja, du bist eigentlich Eldenlord, aber wenn du das Runny-Ende machst, dann heiratest du die ja und deswegen habe ich gerade gesagt, wir sind Moonlord. Hast du das gespoilert jetzt? Ja, volle Pulle, Spoiler. Alter Elden Ring, Junge. Ich glaube, mein Browser spielt Spoiler ab. Das ich brauche das Spiel so auch nicht mehr spielen. Geschichte hat das einfach gespoilert. Ja. Das Ganze. Ist Max Stroh schon soweit? Nein, aber der hat jetzt den zweiten großen Boss gelegt. Hat mir gestern ein Screenshot oder ein Foto von da seinem Bildschirm geschickt. Ja, und der in der Burg, oder was? Der zweite große für ihn, der Hund. Nee, der in der Burg. Ist das Godfrey? Er ist aber auch ein Sack gewesen. Ja. Mit seinem Drachenarm. Ja, genau. Der mit dem Drachenarm. Ich komme immer durcheinander mit Godfrey und Godric. Aber Godric ist die Schlange, ne? Nee, Godric ist doch Rickard. Der mit dem Drachenarm. Ist Godric der mit dem Drachenarm? Ja. Doch der von Game of Thrones. Nein, das ist Godfrey. Ist doch, der eine da vielleicht aus Dark Souls 3? Aber es gibt doch den anderen auch noch. Das ist doch der hier. Godric the Golden, the First Elden Lord heißt er doch, oder? Ja, dann ist das aber jemand anders. Ja, das Godric ist die goldene Gestalt relativ weit am Ende. Ach, das war der, den wir einfach so nebenbei weggemacht haben, dann der goldene. Das weiß ich noch. Ende, da haben wir nicht viel für gebraucht. Der war so oben, so, da musstest du so Äste hochlaufen in der Stadt und dann warst du oben. Ja, mal gucken, wie weit Max Stroh kommt, wenn Peter sich da auch so unsicher ist und er ist ja. Alter, so die Namen, die in diesem Spiel sind, aber auch irre, sich zu merken. Ach so, okay. Gut, okay, dann kommen wir zur dritten Frage aus diesem Fragenteil und damit die letzte. Das ist wieder eine Schätzfrage. Wer am nächsten dran ist, kriegt einen Punkt. Wie viele Level sind nötig, um in Call of Duty Modern Warfare 3, also von 2011, ein Prestige zu erreichen? Wie viele Level braucht man dafür? Moment, wie viele Level braucht man, um ein Prestige zu erreichen? COD. Also muss ich jetzt. Ja. Muss ich das Level auch mitrechnen, das ich dann füllen muss? Nee, du kannst ja, wenn du das Level hast, dann klicken, jetzt in Prestige gehen. Sonst wäre es das. Max-Level quasi. Genau, also du müsstest das Level, so wie ich es verstehe, was dazu nehmen. Ja. Okay. Du musst Max Level so sein, sehen, damit du Prestige gehen kannst. Genau. Ja, das ist halt. Ich weiß halt nicht. Ich war sogar Max Prestige bei MW2, ja. Also. Ja, durch ja weil du auf Cheater-Server warst. Ich habe einfach extrem viel gespielt und war echt gut. Ich habe einfach extrem viel gespielt. Das ist MW2, ne, was ihr da meint. Ja, ist ja egal. Cheater- also ich habe ja auch von MW2 geredet. Rein mittlerweile ist. Keine Ahnung, wie viel Level du da brauchst. Ja. Ich habe wohl auch mal ein bisschen reingegessen. Ich werde safe nicht den Prestige erreicht haben. Ja, alle haben eingeloggt. Nicht. Ihr habt alle unterschiedliche Antworten abgegeben. Für Jay ist das hier nur Level 51, damit die geringste Schätzung. Level 55 kommt von Christian, 60 kommt von Brahmen, 64 von Sepp. Und Peter sagt, nach dem 99. kommt Prestige. Also ist deine Antwort 99. 55 ist ein guter Guess, Chris. Ja. Es ist das Level 80. Oh. Ja, guter Guess. Und ganz schön random, Alter. Ich wusste das gar nicht mehr. Und da ist Sepp mit 16 näher dran als Peter mit 99. Der ist ja 19 weg. 16? Deswegen. Sepp hat 16 getippt? Nee, 64. Ja, ich hab 16 getippt und bin trotzdem entfernt. Näher dran. Danke, Andi. Genau. Also Sepp, den Punkt. Ich hatte 64. Dran. Genau. Glaube ich nicht. Das ist okay, Jonathan.
So, das waren alle drei allgemeinen Fragen. Jetzt gehen wir in diesen Hauptteil rein und in das Thema, was ich schon genannt habe, nämlich schlechte Spielbeschreibungen. Ah, ja. Es sind wieder 15 Stück und ihr müsst mir immer ein Spiel nennen und ich lese euch gleich eine Spielbeschreibung vor, die besonders schlecht ist. Das haben sich hier unsere drei Ersteller ausgedacht. Ich bin mal gespannt, ob ihr es erkennt. Ihr müsst mir immer das Spiel nennen, außer ich sage euch, mir reicht die Reihe. Aber grundsätzlich ist es immer das exakte Spiel. Und wenn ihr da diskutiert, weil das wird wahrscheinlich passieren, dass das so ganz besonders scheiße war, haben die drei extra hier noch dazu geschrieben, wie sie auf diesen Text gekommen sind und wie man das hätte erkennen können. Also okay. Ich kann es immer belegen. Zumindest versuchen. Das ist schon immer gut, wenn du vorher schon erklärst, warum da keiner rauskriegen wird. Nein, ich bin mal gespannt. Ich kann es ja nicht, einschätzen. Noch nicht zumindest. Wir starten mit dem ersten. Das Spiel ist gesucht und die Spielbeschreibung, die besonders schlecht ist, folgende. Ein junger Italiener macht es sich zur Aufgabe, dass der Papst nicht an Obst kommt. Kein Plan. Brauchst du, Entschuldigung, nochmal Reihe oder genaues Spiel? Das genaue Spiel. Wobei, oh, das ist schwierig. Kacke. Aber die Buppe ist jetzt voll rein. Was? Ich bin mir so gespannt auf die Erklärung, muss ich sagen. Ich kann euch die immer gerne nennen. Also. Das ist ganz schön gemein. Kannst du es nochmal vorlesen, bitte? Ein junger Italiener macht es sich zur Aufgabe, dass der Papst nicht an Obst kommt. Ah. So, Adam eingeloggt. Wir haben wieder einige gleiche Antworten, aber einer tanzt ein bisschen aus der Reihe. Christian sagt Lies of P. Ich habe keine Ahnung. Und alle anderen sagen Assassin's Creed 2. Eigentlich ist es Assassin's Creed 3, würde ich behaupten, aber es, da ist geht es ja auch um einen Italiener, Jungen. Oder? Was? Assassin's Creed 3 ist doch in Amerika, oder? Nee. Oh. Assassin's Creed 3 ist der alte Ezio. Hä? War nicht 3 wirklich dieser Amerika-Kram? Da haben die doch auch diese Tomahawk-Bilder gehabt, oder nicht? Ich meine auch, dass 3 Amerika war. Ja. Heißen die nicht irgendwie... Aber ich habe die eh alle nicht gespielt, also Andi, löst mal auf. DLCs, oder? Also... Es ist Assassin's Creed 2. Alle kriegen einen Punkt, außer Christian. Ja. Das kenne ich irgendwoher. So, und zwar, die Erklärung ist, ein junger Italiener bezieht sich auf Ezio, der, hier steht extra dabei, dieser war allerdings nur im zweiten Teil, also jung, im direkten Nachfolger Brotherhood war er bereits mittleren Alters und in Revelations bereits recht alt. Ach, Revelations hieß, Entschuldigung, ich meinte nicht 3, sondern Revelations, ja. Und Ezio möchte in der Story verhindern, dass der Papst, ein Templer, an den Edenapfel kommt und das ist eben dann Obst, welcher in der Spielbeschreibung auch so bezeichnet wird. Okay. Weiß man, wenn man das Spiel gespielt hat. Guck mal, ja, wir haben es ja also, bis auf fast alle erkannt. Genau. So, die zweite Spielbeschreibung. Richtig, ich hatte erst Mario da stehen. Hier beim zweiten reicht mir die Reihe. Hier muss es nicht das exakte Spiel sein. Oh, Pokémon, warte mal. Die Beschreibung lautet: Die Menschheit muss mit ansehen, wie gesundes Gemüse alle Menschen in Hirn- und willenlose Monster verwandelt. Was? Noch mal vorlesen. Die Menschheit muss mit ansehen, wie gesundes Gemüse alle Menschen in Hirn- und willenlose Monster verwandelt. Gesundes Gemüse? Wie hieß denn das? Ja, komm. Valhalla, okay, ich brauche das noch mal. Oder kopiert einfach rein, dass wir lesen können. Stimmt, ich kann es auch reinkopieren, ja. Wir haben es leider nicht vor Augen. Scheiße. Tja, das ist jetzt schwierig. Ist es? Oh, warte mal, ich habe eine Idee. Ich raff es nicht. Okay. Ich raff es halt leider auch nicht. Aber ich hab weiter hingeschrieben. Assassin's Creed 2. Wie es wieder heißt. Eingeloggt.
Okay, alle haben eingeloggt. Es ist erneut so, dass 4 Leute die gleiche Antwort haben. Einer tanzt ein bisschen aus der Reihe. Christian sagt The Last of Us. Ja, aber das kann ja eigentlich nicht, weil Pilze sind kein Gemüse. Ja, das war auch mein Gedanke. Pilze sind Pilze. Das war Pilze sind kein Gemüse? Nee. Nee, jetzt sind Pilze. Und Christian sagt, der Last of Us. Das andere, was ich noch nachgedacht habe, war Plants vs. Zombies. Dachte ja, ich genau, Plants vs. Zombies. Aber auch gar keinen Sinn. Nee, ergibt auch keinen Sinn, genau. Christian hat die gleiche Antwort wie Peter, Bram und Sepp. Also diesmal bist du in der alle Gruppe. Alle Punkte außer Jay. Jay ist mit Plants vs. Zombies dabei. Und die richtige Antwort ist The Last of Us. Hat einen Punkt außer Jay. Hast du nicht ganz korrekt. Da möchte ich jetzt einmal erklären, wie man Pilze. Gesundes Gemüse hier erklärt also, bei Pilzen. Ja, also hier steht auch das dabei, ich finde die Erklärung sehr interessant, weil also sie widerspricht sich nämlich so ein bisschen. Als gesundes Gemüse ist der Cordyceps, wird das so ausgesprochen? Ja. Gemeint der Pilz, der die Apokalypse überhaupt auslöst, auch wenn Pilze botanisch betrachtet gar keine Gemüsesorte sind. Ja, der Cordyceps wird ausgelöst durch Weizen. Genau. Den, oh, haben wir, okay. Den haben wir bei mit hier bei dem Lasagne-Gericht mit den mit Dominik. Halt Weizen ist auch kein Gemüse, Peter. Das ja, ich wollte es nur einmal trotzdem reingeworfen haben, aber wir haben ja die Transferleistung quasi gebracht. Das hat ja jeder verstanden. Das war ziemlich schlecht. Ich glaube, dass die ganze Spiele- und Serienreihe The Last of Us dazu beigetragen hat, dass Cordyceps wahrscheinlich im Preis extrem gestiegen ist. So krass geschmeckt hat er gar nicht, aber das ist halt heftig, wenn du den Pilz isst. Ja, aber ihr habt es ja zumindest fast alle erkannt. Das einfach. Hier ist man, ja, mit dem Schlecht ist man hier auf jeden Fall mitgegangen, aber ihr habt es ja erkannt. Wir kommen zur dritten natürlich. Spielbeschreibung und die lautet, hier ist es wieder das Spiel gesucht und nicht die Reihe, sondern das exakte Spiel. Die Beschreibung ist recht kurz. Porzellanstücke versuchen sich im Glücksspiel. Hier ist noch wieder rein. Porzellanstücke versuchen sich im Glücksspiel. Das ist die Beschreibung. Porzellinchen. Habt ihr scheinbar Probleme? Komplett ja. Gerade. Also. Ich glaube, je kürzer der Text, desto schwieriger ist es. Beide eben, Teile des Satzes sind. Ich verstehe halt nicht, was mit Glücksspiel gemeint ist. Ja, und Porzellan? Da fängt es bei mir schon an mit dem Porzellan. Porzellanstücke, das sind jetzt Menschen. Und Glücksspiel, das ist Autorennen. Also ich kann euch insofern sagen, wenn ich hier die Erklärung lese, würde ich sagen, ist logisch. Das, also kann nur das ja, sein. Ja, ich glaube. Das meine ich nicht ironisch. Kann nur das sein sogar. Tja, gut. Ich glaube, es ist morgen. Porzellan. Wie heißen denn die Slots von Monty, die er immer spielt? Früher gab es immer Strip-Poker auf dem NES und so. Sphinx und Pharao. Ist ja auch Teekanne? Bestimmt, es gibt ja auch Wer wird Millionär? Als Slotspiel. Also, keine Ahnung. Wo ich mich immer noch frage, woher die Lizenz haben, aber gut. Ich weiß nicht. Vielleicht? Keine Ahnung. Du kannst es auch gerne anzählen, weil wenn wir dumm sind, dann überlegen wir bis zum Ende. Ja, stimmt. Also diesmal werde ich hier auch, wenn ihr zu lange braucht, werde ich euch einzählen. Ja, dann machen wir kurz Pause. Ihr habt alle eure Antwort abgegeben und ich lese mal vor, weil diesmal ist es ein bisschen diverser, sage ich mal so. Peter sagt, das ist die Schöne und das Biest. Das ist doch offensichtlich. Ja, ich hatte ein Glücksspielproblem. Bram sagt Balatro. Christian sagt Elden Ring. Jay sagt Lethal Company und Sepp sagt Lies of P. Aber Latro, weil das Glaskarten sind. Die richtige Antwort ist ein Spiel, was, glaube ich, vielleicht der eine oder andere nicht mehr so ganz auf dem Schirm hat. Es heißt Cuphead. Okay, warte, ich hab dafür was. Mann, ich hab die ganze Zeit überlegt, wie spielt man denn so was wie eine Tasse oder so? Aber mir ist nichts eingefallen. Was hat denn das mit Glücksspiel zu tun wieder? Also, die beiden Protagonisten sind Tassen, deswegen ganze, Porzellanstücke. Ja, schon. Weißt ja, das, also eine der Gegner, die ganzen Gegner basieren ja aus dem Glücksspielbereich. Du kämpfst dann gegen Pokerkarten und gegen das Roulette-Spiel und gegen. Aha. Weil du kämpfst ja gegen Süchte.
Das genau. Weiß man halt nicht, wenn man das nicht gespielt hat. Man befindet sich im Casino des Teufels. So ja. Wird das scheinbar betitelt und deswegen Glücksspiel. Also ja, ich finde, das Sinn. Ist tatsächlich eine gute, schlechte Spielebeschreibung. Ja. Vielleicht finde ich auch. Also jetzt, wo ich es weiß, denke ich mir auch ziemlich treffend, muss ich sagen. Ja, ist mir dann nicht eingefallen. Emmy liegt so auf meinem Brillenputztuch, das ist jetzt ganz voller Haare. Ja, oh Gott, das ist ganz schlimm, ja. So ah. Die fühlt halt aber komplett gerade. Ja, mittlerweile, mit Katzen kann ich da connecten. Ja. Ach, so. Katzen sind weniger klug als Hunde, habe ich herausgefunden. Habe ich gelernt. Sie haben weniger Neuronen. Aber schlauer im Kopf. Als du wenigstens. Nee, das auch nicht. Nicht mal das. Nee. Mensch hat 300 Milliarden. Oh, krass, okay. Ich habe keine Ahnung, ob das viel oder wenig ist, aber ich sag mal, ein das Hund ist krass. 642 Millionen. Naja, aber der Mensch nutzt ja auch nur 20% von seiner Kapazität oder so, ne? Ich glaube, das ist so ein Myth. Ja, das sagen halt die Dummen, damit das sie stimmt, eine gute Ausrede haben. Das stimmt, Jay nutzt weniger. Ey, wir schießen so gegen Jay. Wir gehen jetzt zum Er hat angefangen mit Katzen-Shaming hier. Die sind halt nicht so klug, das ist halt bewiesen, da kann ich auch nichts für. Ich drop in no facts. Die sind gerissen, können wir uns vielleicht so einigen. Ja. Wir kommen zum vierten Spiel, es ist auch wieder ein Spiel gesucht und die Beschreibung lautet: Ein Wachmann sitzt 6 Stunden lang in einem Stuhl und lässt sich von Puppen anschreien. Ah. Hab's euch auch wieder reinkopiert. Wie hieß das? Ja, scheiß doch mal die Wand an, Alter. Hä, das ist doch easy. Verdammt, wie hieß denn das nochmal? Elden Ring. Lies of P und Elden Ring sind ich hab keine Ahnung, was das Go sein soll. 6 Stunden an einem Stuhl lässt sich von Puppen anschreien, hä? Ah, ich weiß es. Scheiße. Oder? So ehrlich. Du willst das bestimmte genaue Spiel haben. Mhm. Ach so! Oh, ich hab keine Ahnung. Ist das nicht so? Scheiße, warte mal. Okay. Interessant. 6 Stunden lang sitzt er in seinem Stuhl. Das ist ganz schön eklig. Scheiße, ich weiß nicht, wie das genau heißt. Wie hieß das denn? Er sitzt da und lässt sich von Puppen anschreien. Diesmal mache ich so, wenn ihr lange braucht, dann werde ich euch einzählen. Ja, ist ja gut, Anni, entschuldige. Ich schreibe einfach irgendwas dahin. Das war das. Okay, gut. Alle haben eingeloggt. Oh. Wir haben es wieder diese Situation, dass 4 Leute eine gleiche Antwort abgeben. Lass, und einer tanzt ein bisschen aus der Reihe. Christians Antwort ist Lies of P. Ja, alle anderen sagen Five Nights at Freddy's. Und die richtige Antwort ist der Six zweite Nights Teil. At Freddy's. Five Nights at Freddy's. Yeah. Richtig. Oh, ja. Da frage ich mich, wie man das herausfinden soll, ob das jetzt 1 bis 5 ist. Daran. Ja, nur beim ersten nicht Teil gab es nur 6 Stunden. Ja. Ein Plan, what the fuck einfach. Im Zweifel den ersten Teil. Wie kann man da genau Dinger wohl? Mein erster Guess war die ganze Zeit dieses Spiel, wo man an diesem Grenzposten sitzt. Ich weiß ja, nicht, Christian seins hier das Border Patrol. Nicht Bram meint das mit dem Stempeln immer. Papers, please? Genau, Papers, please, genau, meint er. Ja. Ey, geil, oder? Dass ich sowas weiß. Ja, wahrscheinlich die nächste Antwort. Was wüsstest du es nicht? Papers, please. Oh, das kann ich gar nicht schreiben. Also nur zur Erklärung, im ersten Teil des Spiels musste der Spieler als Wachmann 6 Stunden lang in einer Pizzeria überleben. Und wenn er es nicht geschafft hat, kommen die Animatronics, also Puppen, in seinen Raum und schreien ihn an. Ist dann Game Over. Ja, habt da auch alle, zumindest bis auf Christian, gut erkannt. Scheiß Spiel. Schreckliches Spiel. Ja, muss man. Ich hab das im Stream auch, glaube ich, nur einmal kurz angespielt, fand das auch nicht so geil. Wir kommen zum 5. Spiel von insgesamt 15, zur 5. Spielebeschreibung. Hier reicht mir jetzt die Reihe. Und der Text lautet: auf der Erde gibt es nun eine zweite Lebensform, die hochmoderne Waffentechnologien entwickelt hat, um sich gegenseitig auszurotten. Was? Ich kopiere es euch wieder rein. Ah! Doch, klar. Okay, Sepp sagt doch klar. Ja, ist doch klar. Scheiße. Ich glaube, ja,
Quatsch, der weiß das nicht mehr. Die zweite Lebensform macht hochmoderne Waffentechnologie, damit sie sich wieder ausrotten. Aber die Menschheit chillt währenddessen bei, oder was? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das Leseverständnis ist hier wichtig. Ja, ich verstehe den Satz witzigerweise genauso wie Jonathan. Nee. Okay. Da braucht man wohl nur 20% seiner Gehirnleistung so, dass für. Warte kurz, ich schraub runter. Ich verstehe den Satz so, dass diese zweite Lebensform sich da gegenseitig ausrottet. Verstehe ich auch gegenseitig so. Die zweite Fraktion sind doch die Menschen. Also, oder das, was auf der Erde sonst lebt. Ich verstehe so, dass die erste Fraktion die zweite ausrottet. Richtig. Oder umgekehrt. Ach, nein, die erste ist ja schon da. Dann gibt es eine zweite, die auch so Waffen machen, aber dann rotten die sich gegenseitig aus. Ja, richtig. Genau. Ja. Und die Menschen chillen. Ja. Gut, mir fällt für beides gerade auf Anhieb nichts ein, leider. Nee, mir auch deshalb nicht. Ist das ja egal. Deswegen ist das tatsächlich gerade vollkommen irrelevant. Wie gesagt, es ist die Reihe gesucht, nicht das exakte Spiel. Ist ja auch schon mal ein Hinweis, dass es auf jeden Fall im Zweifel eine Reihe gibt. Das ist Gothic, Peter. Ach, das war's. Dann ist das Teil 2. Nee, Risen. Ich meine, für die Zeit waren vielleicht die Schwerter dann auch eine hochmoderne Waffentechnologie. Dann ist es Elex. Hochmodernen Waffentechnologien. Ich gebe euch 20 Sekunden noch. Ja, ist ja vielleicht erkläre ich, verstehe ich bis dahin dann den Satz. Du kannst ja beide Lesarten sehen und dann einfach, was da passt, aufschreiben, weil mir fällt für beides nichts ein. Es wird safe die erste sein, dass die Menschheit gegen die zweite Lebensform kämpft. Ihr habt alle eingeloggt. Peter sagt Command and Conquer. Brammen sagt Muff Effect. Christian sagt Quichibo? Quichibo. Das ist ein großer, haariger Affe, der. Ja. Achso, ich dachte, das wäre was von Hitchies. Der ist von Simpsons. Okay. Jay sagt Crisis und Sepp sagt Horizon Zero Dawn. Ach, no. Und wenn ich euch sage, dass die zweite Lebensform Würmer sind, macht es dann mehr Sinn? Was? Es ist nicht Worms, oder? Es ist Worms. Es ist so, wie wir verstanden haben, tatsächlich der Satz. Die Würmer, die killen sich gegenseitig. Ich finde das auch tatsächlich, also kann man das schon erkennen. Also, ja, also wenn man die Antwort Lösung weiß, erkennt man das. Würde ich auch sagen, Mensch. Das ist ja einfach. Worms, Alter. Worms, mein Gott. Das war schwieriger. Also, es gibt diverse zweite Lebensformen. Und bei Mass Effect war ich auch schon so, ja, könnte, aber wieso Erde, ne? Aber Worms, also aber ich möchte an dieser Stelle sagen, der Satz war korrekt. Bei Horizon hätte mich aber auch wieder 10 von 10 getriggert, wenn das die richtige Antwort gewesen wäre, ne? Wegen Lebensform und Roboter und so. Roboter sind doch Lebensformen, was. Ja, volle Pulle, also da sprießt das Leben nur so. Die können sich vermehren. Ja. Also ich muss sagen, jetzt hier aus der allwissenden Perspektive, Respekt an die drei Ersteller, die Texte finde ich sehr einfach. Also das ist sehr, stimmt auch so. An mir ist das auch. Ich hau einfach den Kopf auf die Tastatur und hab auch Worms. Könnte auch so bei GamePro in einem Fazit drinstehen. Wir kommen zum sechsten. Hier ist wieder das genaue Spiel gesucht. Und die Beschreibung lautet: Der Osterhase und seine Psychiatriefreunde retten zusammen mit einem Klempner und dessen Freunden die Welt vor Echsen. Also, das, wenn das nicht mal ein interessantes Spiel ist. Bitte was? Mhm. Der Osterhase und seine Psychiatriefreunde retten zusammen mit einem Klempner und dessen Freunden die Welt vor Echsen. Was? Das genaue Spiel brauche ich. Wie hieß denn der nochmal? Roger Rabbit oder so, oder? Du brauchst das genaue Spiel? Ja, also, wie gesagt, ich muss es erkennen können. Die Reihe reicht mir nicht. Wenn es gibt eine Reihe? Wenn es denn eine gibt. Okay, du musst es aber eindeutig zuordnen können, ne? Das reicht. Das reicht dann, ja. Okay, also, was? Also, Klempner, da ist natürlich... Ich hab mal was reingeschrieben, ne? Okay. Echse, ach so. Wenn Scheiße, das der Osterhase ist, fress ich ein Biest. Ich weiß halt auch nicht, was der scheiß Osterhase ist. Oh, doch, ich weiß was. Das ist doch easy. Also, das hast du bei Horizon auch gesagt. Ja, das stimmt. Wow, Worms. Ich kann diesen Begriff nicht richtig schreiben. Ich weiß der Osterhase wird ein Hund sein.
Nee, der ist schon ein Hase, glaube ich. Psychiatrie-Freunde sind... Ist das wohl? Hm. Spielt man denn einen fucking Hasen? Minecraft-Charaktere. Wenn ihr euch sicher seid, dann einloggen. Ja, ja. Gut, alle haben eingeloggt. Ramen sagt, das Spiel heißt Harveys neue Augen. Ich bin so ein Vollidiot, ich habe den falschen Begriff benutzt. Oh mein Gott. Christian sagt Yoshi's Island 2. Und Peter, Jay und Sepp sagen alle drei Mario Rabbids 1. Was für Mario die? Und Rabbids, wie auch immer. Was für die? Ja, das Mario von Ubisoft Rabbids und Mario. Wo du zusammen... Oh, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Oh ja. Die richtige Antwort ist Mario Rabbids Kingdom Battle. Und das ist auch der erste Teil. Oh, yes. Das bedeutet, Peter, Jay und Sepp, ihr habt alle drei recht und bekommt dementsprechend auch Punkte. Ja, interessiert, wie der zweite Teil daraus zu lesen wäre. Ja, du kannst also auch zwei einfach hinterschreiben. Ja, aber... Ja, an den Monstern, ich war mir nicht sicher, ob der erste oder zweiten Teil. Donau gegen Bowser. Also hier ist tatsächlich nur der erste Teil gemeint, das weiß ich nicht genau. Die Erklärung ist, also der Osterhase und seine Psychiatriefreunde sind die Raving Rabbids. Ja. Der Klempner ist natürlich direkt dann auch Mario, assoziiert man damit. Und vor Echsen retten, da ist unter anderem Bowser als Antagonist gemeint. So die Erklärung. War vielleicht ein bisschen schwieriger, aber finde ich, kann man immer noch erkennen, zumindest wenn man dann die Lösung hat. Ja. Wir kommen zum siebten Spiel. Ich fühle mich tatsächlich aktuell recht schlau, weil ich habe ja nicht so viel Ahnung von Gaming, aber teilweise erkenne ich es hier, also fühle ich mich mal ein bisschen schlauer als ihr. Das siebte Spiel, auch hier wird das exakte Spiel gesucht und die Beschreibung heißt: Ein Ex-Häftling läuft schreiend durch die Berge und begeht dabei weitere Straftaten. What? Kommt jetzt auch hier als Text. Schreiend. Okay. Wieso schreit der? Das frage ich mich auch. Wieso Straftaten? Ja, das kann ja alles sein. Wieso Ex? Ja, ich weiß es auch gerade nicht. Der ist so ruhig, der weiß das. Ich hab keine Ahnung. Versucht halt wieder die Enigma zu entschlüsseln erstmal. Ja? Also noch. Wo spielt man denn einen Ex-Häftling? Ist das noch recht leer hier? Eigentlich ist so Ex-Häftling in Film, ja, wobei, nee, nicht, da sind die nicht Ex-Heft, da sind die alle Ex-Military. Das ist diese 0815 Action-Film-Story. Oh, ich glaube, ich weiß es. Wo ist man denn? Das Spiel, einer? Ne? Mhm. Okay. Oh, doch, ist doch, Alter, das ist doch mega easy. Oh mein Gott, sind wir wieder. Dumm. Oh mein Gott. Lies of P. Ja. Also, Peter hat das auch rausgefunden. So, so langsam brauche ich eine Antwort von euch und deswegen gebe ich euch noch 20 Sekunden. Ja, komm, keine Ahnung, das ist eins, was mir in Bergen einfällt. Noch 10. Aber da auch keine Scheiß drauf, ich habe keine Ahnung. Ich habe gedacht, das wäre der Barbar und der läuft durch die Berge und der schreit ja immer viel. Bei Diablo. Oh, von Diablo? Boah, der ist kein Ex-Häftling. Alle haben eingeloggt. Brammen sagt, das ist eindeutig Red Dead Redemption 2. Nee, ich sag eindeutig Red Dead Redemption 2. Ich sag, ich hab keine Ahnung. Oder wusste ich zumindest, dass es da viele Berge gibt. Brammen, das ist aber unangenehm, wenn du dir so sicher bist und dann falsch ist. Wir haben hochgepogert hier, Bram. Also wie das Maul ganz weit aufgerissen. Christian sagt Death Stranding. Er spielt bestimmt Ex-Häftling. Jay sagt, das ist Duke Nukem.
Und Sepp sagt Skyrim und das gleiche sagt auch Peter. Fusroda! Ja, du bist halt die Drachenschreie. Die richtige Antwort ist The Elder Scrolls 5, Skyrim. Peter und Sepp, ihr habt recht und bekommt entsprechend einen Punkt. Stimmt. Der war ja vorher verhaftet und so. Ja, der Ex-Häftling ist der Spielcharakter selbst, wird ja zu Beginn zum Tode verurteilt, läuft schreiend durch die Berge, bezieht sich auf das hügelige Gebiet der Spielwelt. Und dass er Schreie lernt. Und das Schreie auf die Drachenschreie und begeht weitere Straftaten, die Aktionen, die ein Spieler verführen kann, zum Beispiel das Bestehlen von NPCs. Das ist die Erklärung. Und dementsprechend gab es hier Punkte für Peter und Sepp. Aktuell ist Sepp in Führung. Jetzt dadurch auch mit 24 Punkten vor Bramme mit 23, Peter 22, Jay 21, Christian 18. Ja, ich habe einen Punkt bisher gemacht. Mhm. Läuft. Ja, aber wir haben ja noch ein paar. Jetzt kommen wir zum 8. Spiel von insgesamt 15. Und die Beschreibung lautet... Gott, 15 Spiele, oh mein Gott. Und hier ist ein bisschen einfacher vielleicht jetzt für euch, dann ist es nur die Reihe gesucht. Eine Gruppe Krimineller hat Geld für Waffen und Rüstungen, vergessen dann aber einen anständigen Bohrer zu kaufen. Das ist die Beschreibung. Die Reihe reicht mir. Oh. Okay, das kann leider auf ganz schön viel zutreffen. Das kann leider wirklich auf viele Spiele haben. Nimm das. Du willst die Reihe nur. Nee. Oder ist das? Tja, also das oder das oder das. Ich habe zwei auch im Kopf. Ja, wobei, das er vergisst denn einen anständigen Bohrer zu kaufen? Ja, das wird auf irgendwann Sinn. Wird das eine Anspielung sein, dass das ewig lange dauert zum Beispiel. Ja, weil der Spy in Perfect heißt nämlich kein Bohrer hat oder was? Zum Beispiel. Ja, oder weil die da auch lange brauchen oder weil du die von drin irgendwo stehlen musst. Das kann man theoretisch so oder so interpretieren. Das ist wie bei Worms, Jay. Wenn die Antwort weiß, dann erschieße ich dir das eher. Naja. So, nehmen wir das. Kann auf so viele Sachen zukommen. Also in dem Fall würde ich auch zustimmen, dass das auf vieles. Aber alle. Gut, ein Chancenspiel. Also du brauchst nur die Reihe, ne? Genau. Ja, nehmen wir trotzdem das. Ja, ich erkenne ja dann, was ihr meint. Alle haben eingeloggt. So, wir haben zwei unterschiedliche Antworten. Und zwar einmal GTA, das sagen Bram und Jay. Und dann haben wir auch kurz. Payday von allen anderen. Lol, exakt die beiden hatte ich doch stehen. Ich dachte mir so, scheiße. Aber Payday hatten wir schon in einer anderen Folge, deswegen ist das eigentlich eine Scheiße. GTA ist egal, oder? Ach, GTA auch, okay. Payday 3 hatten wir nämlich, da musstest du ewig lange diesen Bohrer dödeln lassen und musstest in der Zwischenzeit irgendwie Sachen erledigen. Und das hat unendlich lange gedauert, wenn du die Sachen nicht erledigt hast. Als wir die Folge gespielt haben, hatten wir gar keinen Bohrer. Da mussten wir ja diese scheiß Kombination eingeben, die nicht funktioniert hat. Oder diesen Brenner, der hat doch von oben das losgemacht. Gesucht ist hier tatsächlich Payday. Ah, dementsprechend gibt es Punkte für Peter, Christian und Sepp. Christian. Was ist denn die Erklärung in dem Fall? Also eine Gruppe Krimineller ist die Gruppe der Spieler, welche in Payday große Dinger drehen und mit Vergessen einen anständigen Bohrer zu kaufen. Das bezieht sich darauf, dass die Spieler meist starke Waffen und Ausrüstung haben, allerdings beim Einsatz eines Bohrers häufig warten müssen und dieser dabei sogar dann mehrfach ausgeht. Ja, genau. Deswegen ist er nicht anständig. Ja. Das ist die Erklärung. So. Das ist weggeschmissen gewesen. Wir kommen zu Spiel Nummer 9 von 15. Es ist wieder das exakte Spiel gesucht und die Beschreibung lautet: Eine Ü-Ei-Kapsel mit Verfolgungswahn schluckt Pillen und Vitamine. Quatsch. Ah. Okay. Fuck. Wait. Ja, doch. Safe. Sieht die denn weiblich oder männlich aus, diese Ü-Ei-Kapsel? Gibt's da ein Geschlecht bei einer Ü-Ei-Kapsel? Ich habe mich noch nie gefragt, wenn ich einkaufe. Ja, doch. Gibt doch die Ü-Eier für Mädchen, stimmt. Echt? Ach, da sind dann Barbies drin oder was? Ja, die sind auf jeden Fall rosa, meine ich.
Manche tun sich scheinbar hier etwas leichter als andere. Oder die anderen haben Disconnect. Das kann natürlich auch sein. Ich finde das so schwer, was diese Ü-Ei-Kapsel sein könnte. Ich kann es euch gleich sagen. Ja. Brauchst du genau das Spiel, sorry? Oder? Ja, ich brauch das Spiel. Und dann gebe ich euch jetzt noch 20 Sekunden. Ach so, jetzt? Ich dachte, du hast gerade schon Stress gemacht. Dann kann ich ja doch noch überlegen. Ja, klar. Haben wir noch nicht zugemacht. Jetzt habt ihr noch 10. Drei, was mache ich mir vor, Andi? Ich schreibe das gleich wieder rein. Und geschlossen. So. Brammen sagt Binding of Isaac. Jay sagt Borderlands. Christian sagt Lies of P. Und Peter und Sepp sagen Pac-Man. Und die richtige Antwort ist Pac-Man. Ein Punkt für Peter und Sepp. Ihr wart auch relativ schnell. Aber ist eine Ü-Ei-Kapsel nicht oval und Pac-Man rund? Naja, wenn du die Kapsel von oben oder wie auch immer du dir das vorstellst anguckst, dann ist es ja wieder rund. Ne? Ich habe jetzt die ganze Zeit darüber nachgedacht, wer halt aussieht wie so ein kleiner laufender Mülleimer. Mhm. Also man kann die ja so aufklappen, diese Ü-Ei-Kapsel, und dann macht die ja wirklich so einen Mund. Ja klar, immer wenn ich mir die Form... Ja. Und die Farbe ist auch gleich. Die Farbe ist gleich, die Form passt dann vielleicht nicht 100%, aber man kann sich so vorstellen. Also das macht sagen können, ein beißendes so. Eigelb. Zum Beispiel, das würde auch rund sein. Das wäre passender. Jack hat hier viele Anmerkungen. Ja, Fußnotizen hier für diese Beschreibung, Schluckpillen, Vitamine. Das heißt ja auch schlecht erklärt, ne? Genau, ja. Gut, das war das 9. Spiel. Sepp baut seinen Vorsprung jetzt etwas aus, zumindest auf Brammen 26, jetzt Peter zwar damit 24, Brammen 23. Also hier verschiebt sich jetzt so ein bisschen was. Wir kommen zum 10. Spiel. Und die Beschreibung lautet: 20 Bekloppte fahren 2 Stunden im Kreis, nur damit am Ende die holländische Nationalhymne gespielt wird. Oh, sag mir bitte nicht, du brauchst den Teil. Es ist die Reihe, ja, okay, die gesagt wird. Und ich gebe euch noch 20 Sekunden. Noch 80 Sekunden. 20. Jetzt sind es noch Schade. 10. 5. Also du brauchst ja nur die Reihe, aber. Also. Genau. So. Ihr seid euch alle einig. Ihr schreibt alle F1 oder Formel 1. Heißt das wirklich F1? Ich war mir echt unsicher, ob die das nicht irgendwie anders benannt haben oder so. Ja. Die Reihe heißt F1. Ja, letztes Mal wurde gar nicht die holländische, sondern die britische Nationalhymne gespielt. Ausnahmsweise mal, ja. Oh, und cool. Gesucht ist auch F1. Ihr habt alle Rechte, kriegt alle einen Punkt. Dementsprechend Mist. Macht das hier auch keinen großen Unterschied. Sepp, Christian und Jay. So, ist auch, glaube ich, die Beschreibung hier relativ eindeutig. Braucht man eigentlich gar nicht näher drauf einzugehen. Wir kommen zu Spiel Nummer 11. Auch hier ist wieder das exakte Spiel gesucht. Und die Beschreibung lautet: eine Gruppe Briten spielt Handyspiele, um ihr Land von einer korrupten Firma zu befreien. Mein Gott. Ich kopiere es euch rein. Das genaue Spiel wird gesucht. Unangenehm. The fuck? Okay, das verstehe ich nicht so ganz. Das ist doch easy. So wenn easy du das weißt, dann ist das doch cool. Denn noch?
freue ich mich für dich, wenn du das easy findest. Das ist genaue Spiel, hast du gesagt, ne? Mhm. Das ist ja Mist. Mhm. Ja, dann. ist das das genau? Das wäre das ja, genaue Spiel, das oder? Erkenne ich. Ich muss es erkennen können. Echt? Du musst es erkennen können? Okay, pass auf. Ja, das haben wir ja angepasst, deswegen. So, Andi. Also, das ist, glaube ich, eindeutig, ja. Ja? Geil. Würde ich sagen. Hast du jetzt Lies of Pedia hingeschrieben? Natürlich. Aber er wusste nicht mehr, dieses Spiel mit Pinocchio da. Noch 20 Sekunden. Ich habe langsam das Gefühl, dass das falsch ist, weil ich da hingeschrieben habe, ich hätte hinschreiben können, weil ich will. Und Andi hätte eh ja gesagt, weil er weiß, dass das nicht stimmt. Ja, das Gefühl kenne ich. Alle haben eingeloggt, so. Ich wusste halt nicht mal, ob Teil 1, 2 oder 3, welcher davon in London spielt. Also wegen den Briten. Watch Dogs, fuck. Genau, das haben nämlich alle gesagt. Also ihr habt das alle unterschiedlich hier beschrieben. Peter sagt Watch Dogs 3, Bram sagt Watch Dogs das Neueste, Jay sagt Watch Dogs letzter Teil, Christian sagt Watch Dogs der Teil, der in London spielt. Ihr meint aber alle den dritten. Und Sepp sagt als einziger Final Fantasy 7. Ich kam nicht. Das kommt. Okay, das kam aus dem Nix. Also, ja. Und das Spiel, das ihr meint, heißt Watch Dogs Legion und das ist auch richtig. Dementsprechend alle außer Sepp einen Punkt. Hat Legion geschrieben. Das stimmt. Ja, come on, das ist ja auch kein geiles Game. Ja, es ist auch das Einzige, das in London spielt, die anderen in Chicago und San Francisco, deswegen auch die Briten, es ist eindeutig. Handyspiele, eben in Watch Dogs wird mit dem Handy gehackt und eine korrupte Firma ist die Firma Albion. Das ist Albion. Eben der Konzern. Gut. Jetzt, wo du alles so erzählst, kommt dann auch wieder in meinen Kopf. Ja. Ja, ist schön. Das ist ja auch, dass du hier Sachen wieder neu lernst und so, ist ja gut. Wir kommen zum 12. Das Erinnern nennt man das, nicht neu lernen. Bei euch ist es teilweise echt neu lernen. Ja, also bei mir auf jeden Fall. Weil ihr erinnert euch relativ selten an Sachen, die ihr schon tausendmal hattet. Wir kommen zum 12. Es ist wieder das Spiel gesucht. Und die Beschreibung lautet: Eine Dame, die sehr gut in Parkour ist, versucht eine Gruppe von Leuten zu überholen, die ebenfalls sehr gut in Parkour sind. Wait, what? Wait. Hier ist der Text für euch nochmal zum Lesen. Okay, scheiße. Das genaue Spiel ist gesucht. Keine Ahnung. Sammy, geht bei dir so? Da passen zwei drauf. Aber da ich auf den Namen von dem anderen Spiel nicht komme. Echt, da passen zwei drauf? Ich find's auch krass. Nicht das andere. Sind denn zwei Sachen? Reicht doch, wenn du eins hast, oder nicht? Reicht, wenn du eins hast. Reicht eigentlich nur, wenn du das Richtige hast. Richtig. Also ich sag mal so, ich gebe euch da nochmal die Möglichkeit, das Theoretische nochmal abzuändern. Hier steht zwar, dass das exakte Spiel gesucht ist, aber theoretisch geht auch die Reihe. Geht auch praktisch die Reihe? Perfekt. Es gibt eine Reihe. Dann muss ich nichts ändern. Dann muss ich was ändern. Und das ist schlecht, weil ich habe ja das Spiel genommen, weil mir das andere nicht eingefallen ist. Sag ich euch extra dazu diesmal, weil das hier sogar steht. Deswegen wäre das sonst unfair. Ich lasse das stehen. Gut, alle haben eingeloggt und vier Leute sagen das Gleiche. Ja, wie heißt denn das Spiel nochmal? Christian sagt Speedrunners. Alle anderen sagen Mirror's Edge. Mirror's Edge heißt das. Aber habe ich nicht gespielt, ist ein fucking Springspiel. Muss man da Leute überholen, die auch gut im Parkour sind? Das habe ich dann wieder verdrängt. Die muss doch schneller sein als also die anderen am Ziel. Wenn ich in Speedrunners die lila Frau da nehme, dann muss ich ja wohl meine Kontrahenten überholen. Ja, auf jeden Fall. Ja, passt doch besser da drauf. Ich finde auch, dass Speedrunners sehr gut passt. Aber er hat gesagt, die Reihe. Richtig ist Mirror's Edge. Alle außer Christian dementsprechend einen Punkt. Gab es da irgendwie einen zweiten Teil oder so ein DLC? Es gab noch Mirror's Edge Catalyst. Und hier steht extra dabei, dass es da drauf auch zutrifft, weil es eben nicht story-spezifisch ist. Deswegen reicht dann nur die Reihe. Das ist fairerweise, kann man das, finde ich, dann dazu sagen. Jeder auch gespielt von uns. Catalyst.
Gut, wir haben jetzt noch drei Spiele und Sepp führt mit 28 Punkten jetzt nicht mehr so in Anführungszeichen eindeutig wie eben mit 2 Punkten Abstand, sondern noch mit einem. Peter 27, Bram 26, Jay 24, Christian 21, du hast jetzt 4 richtig beantwortet, da waren jetzt wieder ein paar gute dabei. Die meisten hat Peter erkannt mit 11 aktuell von 12, also stark. Genau, zusammen mit Sepp. Sepp hat auch 11 erkannt. Also ihr beiden habt nur 1 nicht erkannt. Wir kommen zum 12. Ja, Worms. Zum 13. Ja, das war, habt euch alle ein bisschen schwer getan. Weil ich hatte doch 2 nicht erkannt. Hm? Nee, das okay. Nee. Doch, er hat Final Fantasy. Watch Dogs habe ich ja nicht gehabt. Er hat, genau. Er hat Watch Dogs nicht erkannt. Einen Punkt zu viel. Aber vielleicht habe ich einen Punkt von davor mehr bekommen, weil. Nee, du hast einen Punkt zu viel bekommen. Ich habe mich auch vorhin gefragt, weil ich glaube, ich habe einmal zu doppelt drauf. Ja, dann mal weniger. Schön, dass wir. Ja, dementsprechend. Was? Ja, Sepp, du hast es ja selber angemerkt, ne? Ich habe ja nichts gesagt. Aber hat Peter die ersten 3 denn auch alle richtig gehabt? Nee, da um die ersten 3 ging dir jetzt hier nicht. Das ist auch relevant. Das ist ja overall über die ganze Folge. Du hast. Peter hat alles immer bis auf Worms richtig gehabt. Ja. Auch die ersten 3 Sachen. So, okay. Ja, Sepp, da kannst du jetzt ruhig nochmal nachfragen, ne? Aber ja, es geht hier um wichtige Punkte, aber die wir gerade abgezogen wurden. Das gab es ja noch nie in der Geschichte hier. Die Schätzfrage richtig als einziger, ne? Richtig. Oh! Fuck you, ja, Andy! Stimmt, dementsprechend wieder den Punkt dazu. Ja, weiß guck mal, Jay hat aufgepasst. Fast doch beschissen. Dankeschön, Jonathan. Die drei Fragen am Anfang, die zählen auch noch dazu. Ah, guck mal, so einfach kann ich gar nicht denken. Zeit. Ja. Nein, dann sagt alles so, wie es ist. Wenn die fair ist, wissen wir doch schon seit Folge 1. Gut, dass ihr hier noch aufpasst und ja, nicht der Moderator. Ich lese mir gerade so im TS die Beschreibung nochmal durch und kann mich nicht mehr an alle Antworten nehmen. Also alles ist hier richtig und Sepp führt mit 28 Punkten. Wir kommen jetzt zur 13. von 15 Beschreibungen. Ich brauche hier die Reihe, die reicht mir. Und die Beschreibung lautet, ein Professor beauftragt einen Italiener damit, sein Haus zu saugen. Was? Ja. Moment, Reihe? Die Reihe, ja. Ah, ja, hier ist der Text. Ja, das kriegen wir hin. Und ihr habt auch schon alle eingeloggt und ihr sagt alle Luigi's Mansion und das können wir kurz machen. Das ist auch richtig. Alle Problem ist, manchmal sind die Dinger so offensichtlich eindeutig, da das so easy ist und dann hast du so richtig dumme Sachen, die komplett beschissen sind. Das ist halt unterschiedlicher Schwierigkeitsgrad. So gut. Ja, dann denkt ihr vielleicht noch zweimal darüber nach über einfache Sachen. Die Mitte fehlt mir. Ich freue mich hier über jeden Punkt, den ich mache, Jay. Die Mitte fehlt mir hier. Ich glaube, müssen wir auch nicht erklären, habt ihr alle ja auch erkannt. Jonathan, ein Mann der Mitte. Wir kommen zum vorletzten Spiel. Hier ist auch wirklich das Spiel gesucht. Und die Beschreibung heißt, Zwerge schießen sich durch Horden von Insekten, um seltene Rohstoffe zu bekommen. Hm. Scheiße. Schiss, wie hieß das? Ja, genau. Das hab ich. Oh. Das hab ich doch jetzt gerade erst gespielt. Ja. Kann sich auch wieder auf 2 Sachen beziehen, ne? Nee. Finde ich nicht, Jonathan. Doch. Das andere ist doch, Multiplayer, das andere ist Singleplayer. Nee, ist echt? Ja. Und was ist der Unterschied? Eben. Zwerge, also Zwerge ist Plural. Aber ja, und ich kann auch mehrere Zwerge steuern. Aber du spielst immer nur einen. Ja, du hast aber mehrere zur Auswahl. Also das ist jetzt, glaube ich, nicht das Ding. Und bei dem anderen ist es gleichzeitig. Scheiße, wie hieß denn das? Ich glaube, dass die Beschreibung... Da habe ich letztens 30 Stunden oder so rein versenkt. Ja, ich auch. Ich denke, dass die Beschreibungen nicht unbedingt Anspruch haben auf Eindeutigkeit, was es euch natürlich nur umso schwerer macht, weil es ein Guess-Game ist. Aber man kann ja auch nicht alle Spiele immer bedenken. Ah! Ja, aber das... Also... Das ist halt krank, so, wenn das eins davon nur zählt. Ja, das ist dann nicht so wirklich einfach. Krank. Nee. Krank ist das. Oder krank. Ja. Krank. Ich gebe euch noch 20 Sekunden. Tja. Ach ja. Schade. Moment, willst du denn jetzt das haben oder nur das? Ja, 4. Peter, das haben wir zusammen gespielt. 2, 1. Und. Okay. Das ist egal, das zählt als Rechtschreibfehler. Okay, Bram, du hast
Du musst mir sagen, das ist 1 dann jetzt für dich. Das ist wie 1. Wie 1. Das ist ein Spiel. Eins und zwei. Okay. Kommt drauf an, wie die Antwort ist. Nee. Also, ich lese mal vor. Kommt drauf an, wie die Antwort ist. Das ist jetzt... Bram schreibt Deep Rock Galactic Survivor. Deep Rock Galactic. Das ist der Survivor-Teil. Genau. Ja, okay. Das genauso zählt wie der andere, meiner Meinung nach. Aber mal gucken. Nicht, nicht. Christian, Jay und Sepp sagen Deep Rock Galactic. Also ohne Survivor. Und Peter sagt Dwarfy Dwarfchen. Dwarfy Dwarfchen. Die Antwort, die hier steht, und es ist ja das exakte Spiel gesucht, es steht hier Deep Rock Survivor. Galactic. Ohne Survivor. Ja, und hier steht auch kein einordnender Text dabei, dass es auch für andere gilt. Also, ich verstehe das so, ja, weil Deep Rock Galactic kannst du halt mit mehreren gleichzeitig im Multiplayer spielen. Jetzt sind wir alle einmal gescampt worden, außer Sepp. Deep Rock Galactic Survivor auf jeden Fall ab. Mehrere Zwerge zur Auswahl. Ja, also, safe, aber du spielst immer nur einen. Ja, aber da steht ja nicht, dass du einen spielst. Ja. Da steht aber Zwerge. Ja, du kannst aus 4 verschiedenen Zwergen auswählen bei Survivor. Das ist... Ja. Ich mache das jetzt so, dass ich so werte, wie es auch hier steht, Deep Rock Galactic. Deswegen, Bram, du bekommst dafür keinen Punkt. Sepp, Christian und Jay jeweils. Aber beschwert sich ja auch gar nicht. Das ist auch für mich. Genau, ich habe gar nichts gesagt. Ja, richtig. Ich habe voll vergessen. Das Maul auf. Ich beschwere mich darüber. Okay, ganz ehrlich, ja, dann, okay, dann, weißt du, ich spiele für dich, aber dann reiß ich ab jetzt das Maul wieder auf. Wenn du lieber das Anstrengende haben möchtest, Andi, kannst du das haben, ne? Ich kann auch einfach auf deiner Seite sein. Wir können hier. Ruhig jetzt. Du bist mir jetzt gerade zu anstrengend. Wir können hier ein Spiel der gegenseitigen. Ne? Ich, und gelbe Karte, Bram. Für deine ausrastende Haltung in dieser Folge. Jetzt wird's langsam zu viel. Wir kommen zur letzten Beschreibung. Wahnsinn. Die Reihe ist gesucht und die Beschreibung lautet: Aliens wollen die Erde unterjochen, warten aber, bis sie an der Reihe sind. Und gesucht ist auch die Reihe. Was? Und hier habt ihr den Text. Oh mein Gott. Ha! Du das hast es direkt, nice. Oder was? Also, ich habe eine Vermutung. Und wenn das stimmt, finde ich die Beschreibung sehr witzig. In dem nur die Reihe ist gesucht? Ja, Christian weiß das nämlich auch. Jay hat die Möglichkeit, mit Bram jetzt gleichzuziehen, sofern Bram falsch antwortet. Das ist echt ein Problem, weil es gibt... Peter auch, mit Bram. Auch. Warten, bis sie an der Bram Reihe Bram könnte sind. Mit Peter gleichziehen, wenn Bram richtig antwortet und Peter falsch, genau. So. Oh, mein Magen hat gerade so laut geknurrt. Ah, ja. Holy shit. So. Das ist das Magengeschwür von den Fragen. komm hier. Ich weiß es nicht. Noch 20 Sekunden. Wird ja eh die ganze Zeit gescampt. Nur Sepp muss noch einen Punkt abgezogen bekommen, dann ist das wieder fair. Ja, ich kriege auch einen Punkt abgezogen, weil ich das jetzt nicht weiß. Ja, aber das ist ja was anderes. Das schöne Jay, der die ganze Zeit für mich in die Bresche springt, obwohl mich das nicht interessiert. Und wir schließen. Gut. Also, Brammen sagt Muff Effect. Sepp sagt Zelda, Breath of the Wild, beziehungsweise dann Zelda eben, ist ja nur die Reihe gesucht. Ah, ja. Und Peter, Christian und Jay sagen XCOM. Oh. Und die richtige Antwort ist XCOM. Oh. Das ist ein Punkt für Peter, Christian und Jay. Wegen Rundenbasiert in Saints Mode. Genau. Das ist auch die Erklärung. Also Aliens wollen die Erde unterjochen. In dem Spiel geht's oder in der Reihe geht's um Aliens und warten, bis sie an der Reihe sind, bezieht sich auf das Spielprinzip des rundenbasierten Kampfsystems von XCOM. Das ist die Erklärung und das hat Peter relativ früh dann auch erkannt. Und das war das letzte Spiel, was gesucht wurde und damit auch das Ende dieser Folge vom Nerdquiz. Und in dieser Folge geht jetzt Sepp in Führung mit 30 Punkten. Sehr nice, Sepp. Nice. Ja, 13 erkannt, genauso viele wie Peter, beziehungsweise 13 Punkte geholt in dieser Folge. 29 hat Peter jetzt, Brammen und Jay, beide 27, Christian 24, ein paar nicht erkannt. Aber wir haben ja noch ein paar Folgen. Das war die dritte, wir haben insgesamt 6 und schaut gerne in den Uploadplan, wann die nächste Folge kommt. Wahrscheinlich dann wieder nächste Woche. Ihr kennt ja mittlerweile den Rhythmus. Vielen Dank fürs Vorbereiten und an euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.